258 Millionen Kinder hatten keinen Zugang zu Bildung. Das war vor der Covid-19-Pandemie. Nun sind rund 875 Millionen Kinder von landesweiten Schulschließungen betroffen. Die Globale Bildungspartnerschaft, kurz GPE, ist eine Organisation, die allen Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen will. Zwischen 2002 und 2018 hat GPE dazu beigetragen, dass 160 Millionen Kinder zur Schule gehen können. Kinder wie Wangani aus Malawi. Some classes are not available. You see some learners learn under the tree. 2016 lebten 70% der Menschen in Malawi in extremer Armut, also von weniger als $2 am Tag. Das Land erlebte einen Bildungsnotstand. Über ein Drittel der Menschen konnten weder lesen noch schreiben. Und nur 8% der Kinder in Malawi schlossen die Sekundarschule ab. 2017 kam Global Citizen ins Spiel, um etwas gegen diese Krise zu unternehmen. Am Vorabend des G20-Gipfels kamen PolitikerInnen und KünstlerInnen aus aller Welt zusammen und standen vor rund 11.000 ZuschauerInnen beim Global Citizen Festival Hamburg auf der Bühne. Vor dem Festival haben Global Citizens Petitionen unterschrieben, E-Mails und Tweets versendet, um EntscheidungsträgerInnen aufzufordern, GPE zu unterstützen. Global Citizen is great at mixing pop and politics, at bringing artists and activists together and inspiring people to join the fight to end poverty. They've championed the value of smart investments in education. Franziska Warner aus Deutschland war eine von vielen Global Citizens, die aktiv wurde. Alle Themen hängen miteinander zusammen. Wenn wir Armut bekämpfen wollen, müssen wir uns auch um Bildung kümmern. So, ich kann im Vorbeigehen in der Mittagspause einen Post, eine E-Mail, was auch immer, vorgefertigt schon, einfach rausschicken. Es kostet mich 30 Sekunden und interessanterweise kann es unglaublich viel verändern, obwohl es nur ein Post ist. An dem Abend in Hamburg hat die Bundesregierung keine konkrete Zusage gemacht, um GPE zu unterstützen. Ein Jahr nach dem Start unserer Kampagne entschied der Bundestag im Mai 2018, Deutschland jährliche Ausgaben für GPE von 9 auf 18 Millionen Euro zu erhöhen. Und dann gab es noch einen weiteren Erfolg. Im selben Jahr beim Global Citizen Festival Mandela 100 in Johannesburg verkündete Kanzlerin Angela Merkel eine jährliche Erhöhung von 18 auf 37 Millionen Euro, die zuvor vom Bundestag beschlossen wurde. Dabei unterstützt hat auch Sängerin Rihanna. Kurz vor dem Festival wandte sie sich mit einem Tweet an Regierungssprecher Steffen Seibert, der wiederum direkt auf ihr Anliegen reagierte und zusagte, dass Deutschland die Ausgaben für weltweite Bildung erhöhen wird. Im November 2019 entschied der Bundestag abermals, die Ausgaben für GPE zu erhöhen, auf 50 Millionen Euro für 2020. Zwischen 2017 und 2020 sind Global Citizens weltweit mehr als 600.000 Mal aktiv geworden, damit GPE mehr Geld für globale Bildung erhält. This future will be only be possible for me and my friends with the help from our global leaders. Together is powerful. Dank dieses Einsatzes hat sich das Leben von Kindern wie Wangani verbessert.